Ein großes Jubiläum beging die Montanuniversität Leoben im Oktober 2015. Zahlreiche Ehrengäste mit dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer an der Spitze erwiesen der obersteirischen Kaderschmiede die Ehre ihres Besuches. Eine klassische Bergparade bildete den krönenden Abschluss der zahlreichen Feierlichkeiten während des Jubiläumsjahres. Angeführt vom Bergoffizier wurde der Weg von der Universität durch die Kaiser-Franz-Josef-Straße zum Leobener Hauptplatz in Angriff genommen. Tausende begeisterte Besucher begrüßten die Musikkapellen, Bergknappen und Angehörigen der Leobener Universität mit großer Begeisterung. Über Jahrhunderte hinweg waren es die Bergleute, die unter großen Mühen und Anstrengungen die Schätze der Erde an das Tageslicht brachten und damit für bescheidenen Wohlstand in unserer Heimat Sorge trugen. Zu den Vertretern der russischen Partneruniversität St. Petersburg gesellten sich Gäste aus Südtirol, Deutschland, Bulgarien und der Slowakei. Keine andere Berufsgruppe ist so stolz auf ihren Stand wie jene der Bergknappen. Und dies wohl zu Recht, wurde die Arbeit doch sehr oft unter Lebensgefahr ausgeführt. Und so sind Bergkittel, Arschleder, Kalpak und die Werkzeuge Schlegel und Eisen längst zum Symbol für einen außergewöhnlichen Berufsstand geworden. Mit einem beeindruckenden Festakt und dem Defilé der Chargierten und Fahnenträger erreichte die Bergparade ihren Höhepunkt. Sehr geehrte Festgäste, es freut mich, dass ich Sie in diesem Umfang, nämlich über 1800 Teilnehmer, wie wir gehört haben, hier begrüßen darf am Hauptplatz von Leoben. Die zahlreiche Teilnahme von Vereinen, Körperschaften und Ehrengästen an dieser Jubiläumsfeier zeigt den hohen Stellenwert, den die Montanuniversität genießt. Diese Universität, auf die können wir erst recht als Steiermark, als Österreich stolz sein. Unter den Klängen der steirischen Landeshymne wurden auch noch Fahnenbänder an die teilnehmenden Traditionsvereine als Erinnerungsstücke übergeben. Mit ihrer hervorragenden Ausbildung und ihren exzellenten Forschungsleistungen hat sich die Montanuniversität internationale Reputation und Respekt erarbeitet. 175 Jahre nach ihrer Gründung durch Erzherzog Johann von Österreich gehört diese hohe Schule zu den renommiertesten Montanuniversitäten der Welt. Mit diesem eindrucksvollen Festakt in einer perfekten Symbiose aus Tradition und modernem Denken öffnen sich die Wege für eine gedeihliche Zukunft. Ad multos annos, Alma Mater Leobiensis.